Handynutzung am Steuer, das ist brandgefährlich. Diesen Lkw-Fahrer hat die Polizei in England dabei gefilmt, wie er immer wieder am Handy ist, sich ablenkt. Die Folge? Er fährt auf ein Stauende auf. Es kommt zum Unfall. Es gibt 3 Verletzte. Auf dem Rastplatz in Rheinböllen haben wir nachgefragt, ob auch die Fahrer hier Handys am Steuer nutzen. Das ist lebensgefährlich, ist das. Und dann habe ich meine Augen nicht am Weg. Das muss ich eigentlich nicht machen. Wenn ich an jemanden vorbeifahre und er seine Augen auf dem Handy hat, dann werde ich schon sauer. Rheinland-Pfalz will eigentlich mit diesem ganz neuen Blitzerprojekt namens Monocam Handysündern das Handwerk legen. Es ist das erste Testprojekt bundesweit. Er hier aber klagt jetzt dagegen. Mit dieser Filmerei und dass bei jedem Autofahrer in die Privatsphäre angegriffen wird, das finde ich nicht okay. Dazu später mehr. Der Monocam-Handyblitzer lief in den letzten 3 Monaten in Trier. Die filmt jetzt hier den Verkehrsfluss, die 2 Spuren. Sie kann bis zu 3 Spuren, also auf einer größeren Autobahn wäre das auch anwendbar. Und letztendlich wird der Verkehrsfluss hier 1:1 betrachtet, in den Kontrollbus übertragen. Die Monocam zeichnet also zunächst alle Fahrer auf. Danach wird das Material in diesem Bus gesichtet. Das Handy in einer Halterung und darauf tippen ist erlaubt. Das Handy in der Hand halten nicht. Bei das Handy in der Hand wird das Video gespeichert. Diese Fahrer bekommen dann ein Bußgeld. Und hier liegt das Problem. Schon vor Beginn der Testphase hatte der Datenschutzbeauftragte des Landes gewarnt. Für das permanente Filmen gäbe es keine klare Rechtsgrundlage. Daher sollten auch keine Bußgeldbescheide ausgestellt werden. Wenn man Bußgeldbescheide darauf stützt, dann in der Tat wäre das eine Sache, die aus meiner Sicht zweifelhaft ist. Wir haben, wie gesagt, darauf hingewiesen, aber wenn das die Polizei dann so machen will, ist das ihre Verantwortung und gegebenenfalls kann man da halt Rechtsschutz gegen in Anspruch nehmen. Und genau das ist passiert. 327 Personen wurden mit Handy am Steuer geblitzt. Die meisten davon, während sie Nachrichten auf dem Handy tippten. Sie alle haben einen Bußgeldbescheid bekommen. Einer von ihnen ist Horst Kriesam. Mitte August wurde er vom Handyblitzer aufgenommen. Hier bei Tempo 100 und hier oben von der Brücke haben sie dann gefilmt. Und dagegen klagt er jetzt. Er erklärt uns, dass er mit seinem Anwalt gegen die permanente Aufzeichnung vorgehen wird. Er hatte davon in der Zeitung gelesen. In der Zeitung hat auch gestanden, dass es sehr wahrscheinlich unrechtmäßig ist, weil es in die Privatsphäre eingreift, weil die ja in jedes Auto reinfilmen, unabhängig, ob da jetzt jemand am Handy ist oder nicht. Sein Anwalt sieht gute Chancen bei der Klage. Es findet ohne Einwilligung der Betroffenen, der Pkw-Fahrer, und es findet darüber hinaus ohne gesetzliche Grundlage eine filmische Aufnahme der Verkehrsteilnehmer, die unter dieser Brückenmessung hindurchfahren, statt. Und das ist ein Eingriff in ein grundsätzlich geschütztes Rechtsgut des jeweils Betroffenen. Und um einen solchen Eingriff zu rechtfertigen und vornehmen zu können, bedarf es einer gesetzlichen Grundlage. Und eine solche gesetzliche Grundlage sehe ich in Rheinland-Pfalz nicht. Also haben wir mit der Polizei in Trier gesprochen, da mittlerweile mehrere Klagen erhoben wurden. Weshalb wurden schon in der Testphase Bußgeldbescheide verschickt? Ich kann sagen, dass bei Justizministerium, Innenministerium und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz sich darüber geeinigt wurde, dass die Monocam für einen begrenzten Zeitraum, nämlich im Moment 6 Monate, mit einer Kamera, mit einer offenen Maßnahme, sprich wir weisen mit einem Verkehrsschild darauf hin, unter der Rechtsgrundlage des 29 POG durchaus möglich ist, diese umzusetzen. Der oberste Datenschützer des Landes fühlt sich jedoch in seiner Kritik bestätigt. Ziemlich genau das, wo wir gesagt haben, da könnte es problematisch werden. Die Leute sehen ein, dass sie nicht mit dem Handy am Steuer telefonieren dürfen. Ja? Also das als solches, das wird hingenommen. Aber wenn sie dann Bußgeld zahlen, dann ist die klare Freude dann noch ein bisschen größer. Also haben wir beim Innenministerium nachgefragt. Hat man die Bedenken des Datenschutzbeauftragten nicht ernst genommen? Diese Antwort haben wir erhalten. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit war in den gesamten Prozess von Beginn an eingebunden. Es trifft zu, dass er in den dem Pilotbetrieb der Monocam vorausgegangenen Abstimmungen auf rechtliche Risiken hingewiesen hat. Allerdings hat er gegen die Durchführung des Pilotversuchs ausdrücklich keine Einwände erhoben, wenn hierbei bestimmte Bedingungen beachtet werden. Eine Bedingung war die Beschränkung des Pilotprojekts auf 6 Monate. Schwierig, findet Horst Kriesams Anwalt, da die permanente Aufzeichnung eben nicht legal ist und somit die Bußgelder auch nicht.
Wenn das konsequent bewertet wird und wenn konsequent letztendlich unser Grundrechtsschutz angewendet wird, bin ich der Auffassung, dass ich mit dem Einspruch Erfolg haben muss. Auch Rechtsexperten halten die Chance, dass die Klage erfolgreich ist, für groß. Denn es gäbe kein Recht auf verdachtloses Filmen in Rheinland-Pfalz. Die Tests in Trier sind vorbei. Die Polizei Trier hält den Testversuch für erfolgreich. Ab jetzt steht der Handyblitzer für 3 Monate zum Testen in Mainz. Hier wurden nach den ersten 2 Stunden schon 30 Personen bei der Handynutzung geblitzt.